bin richtig Kind meiner Zeit und das war für mich immer anregender als irgendeine Meinung. Der Klappeck sagte zwar zu mir, es ist völlig egal, was man malt, wenn man ein Leben lang einen Hammer malt, als Beispiel, dann wird das auch berühmt. Und ich misstraue der Sache. Es ist auch ein bisschen langweilig, bei der Sache zu bleiben. Ich fand es spannender und ich bin auch unsicherer. Man muss eine gewisse Unsicherheit haben und Ratlosigkeit. Was ist denn, was tue ich, was kann ich tun? Und so kam es dazu, dass ich etwas sprunghaft war. Ich bin fasziniert vom Zufall, weil es so viele, alles, das ist ja eigentlich fast alles Zufall, wie wir beschaffen sind, warum ich nicht in Afrika geboren bin, sondern hier und alles Zufall. Na gut. Ja, ja. Er ist sehr reich. Wir müssen nur damit umgehen, wir müssen etwas damit machen. Wenn du zurückblickst auf diesen, also 60 Jahre oder so, wie fällt dein persönliches Resümee aus? Glaubst du nach wie vor an die Macht oder die Möglichkeit der Kunst? Und spielt es noch eine Rolle in der Gesellschaft? Also Macht, da glaube ich nicht so dran, dass Kunst wirklich Macht hätte. Aber ein Wert hat sie. Und für diejenigen, die sich dafür interessieren, ist es auch, wirkt es als ein Trost, ein ungeheurer Trost. Mir ging es jetzt wieder so, ich war es in Colmar, da ist der Isenheimer Altar. Das ist ja so eine tragische Geschichte, dieser gefolterte Typ, der da hängt. Ja, und es ist ein großartiges Bild. Das ist wunderbar. Es gibt also Trost, weil es schön ist. Es hat auch eine Schönheit. Im Moment ist das nicht angesagt. Schönheit brauchen wir nicht. Wir brauchen Unterhaltung, Sensationen. Ja, Schönheit ist ein anderes Konzept. Ja. Ist das verloren? Ist das verloren? Also für mich nicht. Ich möchte es nach wie vor, ist das ein Ideal für mich, Schönheit. Ich kann da auch nichts Schlechtes finden. Nein. Nein. Schönheit wird ja diffamiert, wenn man der, in der Mode, das ist dann schön und Models sind schön, das stimmt ja alles, die sehen sehr doof aus. Ja. Gut. Aber Schönheit und Trost. Ja. Brauchen wir das? Im Moment sieht es nicht so aus, als würde man es brauchen. Wir wollen ja mehr, das ist natürlich, wir wollen konsumieren. Mich hat mal beeindruckt, da war ich noch sehr jung, ein Ausspruch von Thomas Mann, ich glaube im Tagebuch war das, über die Zukunft der Kunst, wo er sagte, die wird sich total ändern, die Kunst, die wird alle Schwere wird von ihr abfallen und sie geht ins Heitere, Heiter-Demokratische. Das war ein schöner Satz und wir übertreffen das aber heute noch. Mehr als heiter. Ja. Das hat doch nicht so viel Kunst gegeben. Und Streifbilder? Blicken Sie in welche Richtung? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, also eher nach vorn. Egal wie ungewiss das ist, wie blödsinnig das wäre oder werden kann, aber es ist schon in die Richtung. Es ist, ich glaube, sehr zeitgemäß. Das Ganze fing ja an mit den Teppichen. Ich hatte gespielt mit den Aufnahmen und dann die Spiegel draufgestellt und dann verdoppelt sich das. Und dann noch ein Spiegel, dann hat man auch noch nach oben verdoppelt. Und dann
gibt das interessante Muster. Und ich mag die Pattern, was mir daran gefällt, ist, dass die nicht konstruiert sind aufgrund einer Ursache, aufgrund einer Ideologie oder einer Religion. Mhm. Denn die meisten Ornamente, die wir kennen, die, oder eigentlich alle, kommen ja irgendwo her und bedeuten auch was. Und die Patterns, die so entstehen per Zufall, die haben ja, die zeigen jede Menge Fratzen und alles Mögliche, man hat Assoziationen, aber sie stammen nicht von uns, sie stammen von uns, weil wir sie aussuchen, aber und vielleicht mögen. Sie sind universaler. Das hat mir gefallen. Und mit der Verdopplung und immer kleiner werden die ziemlich interessante Ergebnisse. Das passt in die Zeit. Wir erinnern, das stirbt ja weg, Erinnerung. Durch die Massenhaftigkeit von Fotografie und von Bildern. Das ist ja undenkbar. Wir brauchen uns auch nicht erinnern, weil wir Computer haben. Wie ich meine Kinder sehe mit dem Handy, sie kriegen ja alles gesagt, alles. Und je alles gezeigt, jedes Bild. Tausende. Du bist und bleibst auch ein Maler auf Deutschland. Geschichte und Gegenwart haben stets eine große Rolle für dich gespielt in verschiedener Weise. Ja. Wie blickst du heute auf dieses Land? Als Land an sich und als ein Land im Herz von Europa. Ja, es hat eigentlich die gleichen oder ähnlichen Probleme wie jedes Land heutzutage im Moment. Jedes Land hat Probleme damit, mit diesem ungeheuren Umwälzung. Und ich bin da halt ein bisschen skeptischer als Frau Merkel, die da sagt, wir schaffen das. Zum Beispiel die Parole von der Willkommenskultur, die wir eingeführt haben mit unserem Präsidenten, die ist zu verlogen. Das ist unnatürlich. Wir sind Flüchtlinge nicht willkommen. Ich habe noch nie was gegen Ausländer gehabt. Aber wenn mir gesagt wird, du musst jetzt alle willkommen heißen, dann ist das gelogen. Ich nehme die nicht zum Essen, sondern nur die ich jetzt kenne. Egal, ob das jetzt ein Neger ist oder ein Däne. Das ist eine Art politischer Korrektheit, glaube ich. Ja, ja. Und wir schaffen das und es ist meine tiefste Überzeugung, das sind keine Wörter, aber ich will nicht über Merkel hier reden. Letztlich, Neil McGregor, der nun in Deutschland lebt, schließt sein Buch über die Erinnerungskultur in Deutschland mit einem Bild deiner Tochter Betty. Ja. Sie blickt zurück, wie wir wissen. Ins Graue. Ins Grauen. In das Grauen. Ja, aber in jedem Augenblick wendet sie den Blick nach vorne in die Zukunft. Sie kann ihn wenden. Sie müsste sich ja umdrehen. Wird sie auch noch machen. Ja. Als ein Bild von Deutschland, klappt das? Also, wo ist Deutschland? Es blickt zurück oder es blickt ins... Nee, wir hatten ja... Ins Gegenwart. Das Gegenwart ist wichtiger, ne? Und Zukunft. Ja. Zurück? Ja, zurückblicken wir auch. Also, wer blickt nicht zurück? Nein.